Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Kurz Minecraft Story Mode, wo wir heute unseren Bogen Do-It-Yourself-Style zu Ende bauen. So, und zwar mache ich das jetzt am besten nicht so, wie gewisse andere YouTuber das immer tun, sondern direkt richtig, bestenfalls. Bogen, wie sieht so ein Bogen aus? So funktionieren übrigens tatsächlich für die Leute, die nicht wissen, die meisten Minecraft-Rezepte, die funktionieren ungefähr so, wie die Dinger im wahren Leben oder im Spiel tatsächlich aussehen. Sprich, Pfeil und Bogen sieht ungefähr so aus. Hurra! Wäre peinlich gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ne? Aber ja, aber noch Glück gehabt. Ja, so. Und das funktioniert dann übrigens genauso wie im tatsächlichen Spiel. Auf die Pressure Plate, Pfeil drauf, dann wird die aktiviert und dann werden die anderen Dinger hier deaktiviert. Hurra! Und wir können sicher durch die Halle schreiten, quasi. Also ist schade, wenn man irgendwas so baut, aber gut. Wer weiß, was die zu beschützen haben, ne? Dieser Ringelschwanz ist großartig. Oder ist das einfach nur ein Riesen... Nein, das ist kein riesengroßes Ausgesicht, aber... This passt schon. Must be their enchantment room. Oh nein. Wir sollten vielleicht unser Gold Sword enchanten. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Achso, ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz Tolles, aber guten Tag. Find anything useful? Not sure about useful, but... Definitely interesting. There is a lot of history in this room. Das hat so einen Raum mit vielen Büchern so an sich, Mr. Lucas. Oh. Oh. Da muss man wohl lesen, wenn hier so offensichtlich ein Buch steht. Ansehen direkt, okay? The battle was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, hi, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. Dun, dun, dun. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. It's like they erased him. There must be a reason he's never been mentioned. They cut him out of the story. They lied to us. I don't understand why they would do that. Okay, dann bewege ich halt deinen Mund einfach this nicht. This is so Krieg 17. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Genau. Deswegen sind wir gekommen. Wegen den Stufen. Das ist richtig. Korrekt. Spinelli. Only one way to find out. Die Augenbraue. Ich komme nicht über diese Augenbraue hinweg, Alter. Zu gut, Alter. Now this is cool. Wow. What ich wollte sagen, jede Menge walls? Gravel hält sich eigentlich in Grenzen, die Coolheit, aber... This whole place. This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Nee, hol ihn nicht raus, bitte. Aber das Ding darfst du gerne rausholen. Na gut, weil du es bist. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Vielleicht hat das irgendwas mit Sonnenlicht zu tun? Ich glaube, das Ding hat relativ viel Glas in sich, oder? Na, oder die Karte. Ne, erstmal gucken, was Axel so zu erzählen hat. Axel, Stein. Nothing, whatever. Axel? I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Wollen wir hoffen, Alter. Aber bestimmt. Weil leere Versprechungen machen ist ja jetzt auch gemein, ne? Also von der... Darf ich? Okay, verschwindet das Ding, wenn man davor steht? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and
well, more historical. Was? Es hat mit Sicherheit nichts mit diesem Podest zu tun. Um Gottes Willen, nein. Warum würde es irgendwas mit diesem Podest zu tun haben? It's oder dieser Karte. Of the entire world. Oh nein. Die ganze Welt. Die komplette Welt. Das ist aber eigentlich eine ziemlich kleine Welt. Ja, gut, ich weiß ja nicht, was der Maßstab so ist. Wahrscheinlich entspricht das dann eher so einer PlayStation 4 Minecraft-Welt. Erzähl. Hey, Ruben, find any clues? Oh. Die Trauer in seinen Augen. Haben Schweine überhaupt Augenbrauen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht darüber bewusst, jemals ein Schwein mit Augenbrauen gesehen zu haben, außer Ruben. The Order of the Stone. The Order's actual temple. Who'd have thought it, huh? A bunch of small-towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Tja, man weiß nie, wo ein Leben hinführt, meine Damen und Herren. Lasst euch dann eine Lehre sein. Guck mal, da haben wir sogar was gelernt aus hier Minecraft Story Mode. Das ist ja verrückt. Abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, wie man Pfeil und Bogen baut. Und Schwerter aus Stein. Also im wahren Leben. Habt zwei Steine und einen Stock, dann wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr in Krieg ziehen. Immer. Aber hier nur so mit Messer und Schwert und so ein Scheiß. Aber egal, Podest. Da wird mit Sicherheit überhaupt keine Bewandtnis haben, was jetzt passiert. Wenn jetzt nichts passiert, bin ich sehr enttäuscht. It's the same as the amulet. Was kann das nur bedeuten? Du? Sehr schön. Das war deutlich unspektakulärer, als ich mir das eigentlich erhofft hatte, aber... hier ist noch was. Guck dir das an. Das müssen wir sofort auch noch machen hier. Ja, das muss ich auch noch rätseln. Achso, ich muss bestimmt jetzt dafür sorgen, dass alle an sind, wa? Okay, also das oberste, das macht die ersten drei, das macht die zwei. Der hier. Nur den dritten. Okay. Das. Ja, mach. Hallo, willst du bitte den verfickten Schalter? Willst du bitte den gottverdammten Schalter betätigen? Das macht die beiden. Das hier. Wahrscheinlich den letzten. Die letzten beiden und den. Also die letzten drei. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt schaffe, die letzten beiden nur aktiv zu haben, dann bin ich fertig. Also muss ich irgendwie schaffen, dass ich nur die letzten beiden... Stopp. Jetzt muss ich... Ja, das ist die Frage natürlich jetzt, wie ich den ersten auskriege. Wahrscheinlich gar nicht. Oh, okay. Wusste ich. Wow. It's absolutely incredible. Magisch. Magisch, Alter. How did they build this? Das ist eindeutig Madagaskar. Okay. Now I'm impressed. What do you think the colors mean? The different colors represent the different members. Klar. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. There are only two lights on that map. If there are only two heroes left, then we know what we need to do. Petra's relying on us. That Witherstorm is still out Petra there. Petra is relying on us, oder auch... We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Sorin was missing. That leaves Magnus. Or Elagard. Well, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. What? If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. But what if she didn't make it? Don't say that. Axel, Jesse's right. Petra might be gone. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, get help.
I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Elagard there, Jesse. No. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Also, ist jetzt die Frage. Ich vermute mal, es ist offensichtlich, dass ich mich jetzt entscheiden muss. Entweder wir holen den Kriegstyp zuerst, um das Ding dazu verkloppen, was vermutlich erstmal die naheliegendste Lösung ist. Weil so ein starken Ritter, der so ein Ding da verkloppen kann, wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Oder wir versuchen es intelligent und tun die Ingenieurin, die theoretisch sicherlich bewanderter ist, aber dafür natürlich nicht so stark. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Das Ding ist auf der anderen Seite, ich habe mich jetzt so oft gegen die Vorschläge von dem Dingens da, von dem Grünen da, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, entschieden. Warum kann ich mir den Namen so schlecht merken? Wie heißt der denn? Steht der da? Irgendwo zufällig? Point is, you should be going to Elagard's. It's the clear also, choice to make. You've gotta come with me. You're my best friend, Jesse. Ach so. It's you and me. Like always. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. We need to make sure we get this right. Das Ding ist, mein Bauchgefühl... We're not going to get a second shot at this. Mein Bauchgefühl... Whatever decision you make, I'll be cool with it. Also mein Bauchgefühl sagt eigentlich wirklich, dass ich mich eher für die Ingenieurin da entscheiden sollte, weil das vermutlich die etwas ferner liegendere Entscheidung ist. Aber ich halte das immer ganz klug, wenn man nicht einfach mit brutaler und roher Gewalt irgendwo rangeht, sondern sich das Ganze vorher erstmal überlegt. Und das würde vermutlich dann eher die Ingenieurin machen. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass der Kerl da eben gesagt hat, dass er mit beiden Entscheidungen einverstanden wäre. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, teilen wir uns hier auch auf. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass der starke, kräftige, große, grüne Typ mit der durchgehenden Augenbraue tendenziell eher alleine klarkommt als die andere vielleicht. Wobei, keine Ahnung, die ist dann dafür schneller als er und vielleicht auch ein bisschen klüger. Hebe ich mir bis zum nächsten Video auf, meine Damen und Herren. So leid mir das tut. Immer wieder krasser Cliffhanger. Aber was soll ich tun? So sind wir. Falls euch dieses Video hier gefallen haben sollte, meine Damen und Herren, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr den Like-Button auf Bedrock-Level kloppt und meine... weißt du, nein, wir machen das jetzt. Really? Kann ich jetzt nicht machen. As long as it's me. Come on, Jesse. So. This is an easy call. Wir holen die Ingenieurin. Wir holen die Ingenieurin. Olivia, Scheiße. You and I are going to Elagard's. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. What, with that guy? So scheiße. I'm right here? Come on, Axel. For Petra's sake. Fuck. Fine, I'll do it. For Petra. Vielleicht vertragen die beiden sich jetzt? Hoffentlich. Guys? Please hurry. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Das war das Ende der Episode. Scheiße, und ich wollte das nächste Video verschieben. Schön. Hab ich gut gemacht. Jesse and Olivia return to the Nether, intent on finding Elagard, the Redstone Engineer. And find themselves in a place of mechanical marvels, Redstone rarities. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Yo. Ich hab Ruben weggeschickt.
Du und 45... Achso, was? Lukas vor dem... Er ist nicht gerettet. Heilige, verfickte Scheiße. Mach doch nicht so schnell. Wie soll ich später Peter vor der Flucht? Ich kann das so schnell nicht lesen. Aha, das ist ja interessant. Ah, jetzt steht der Tier nochmal komplett. Das ist schön, wunderschön. Also, ja, bin ich ja eigentlich meist... Ja, wobei, 50-50, ne? Na gut, wie dem auch sei. Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung in diesem Video noch getroffen hätte, denn das wäre ein sehr, sehr kurzes Finale und nächstes Video gewesen. Hervorragend, na gut. Das richtige Bauchgefühl gehabt vielleicht eventuell. Sollte euch dennoch... Ich hatte meinen Spaß, wunderschön, hat total Bock gemacht. Minecraft Story Mode. Ich hoffe, die nächste Episode lässt nicht zu lange auf sich warten. Ich glaube, dass das früher immer so alle 2 Monate eins rauskam. Ich warte immer noch auf meine 2. Episode von King's Quest, die immer noch fürs 3., 4. Quartal 2015 angekündigt ist. Bisher ohne Aber-Datum. Also ich hoffe jedenfalls, dass hiervon auch die nächste Episode relativ zeitig kommt. Sollte euch bis dahin dieses Video und dieses Let's Play gefallen haben, meine Damen und Herren, gebt mir Bescheid in den Comments, haut den Like-Button kaputt auf Bedrock-Level. Kaputt müsst ihr dann ran. Entschuldigung, so meinte ich das natürlich. Überflutet mich mit Comments, redet mit mir, sagt mir, was ihr gemacht hättet. Habt ihr das Spiel gespielt? Habt ihr dieselben Entscheidungen getroffen? Habt ihr vielleicht andere Entscheidungen getroffen? Seid ihr nicht zufrieden mit meinen Entscheidungen? Wer weiß das schon? Gebt mir Bescheid. Teilt die Videos mit euren Freunden, Nachbarn, Verwandten, wem auch immer, würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen. Jeden Subscriber heiße ich natürlich sowieso herzlich willkommen, wie immer, Freund oder Freundin. Des Weiteren möchte ich mich natürlich auch heute, wie immer, dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich auch heute. Ebenfalls, wie immer, hochoffiziell und winkenderweise. Bis zum letzten... bis zum nächsten Mal. Tschö.